wie Deutschland R-Plays dominierte. Dominierte. Rein. Es ist der 1. April 2022 im Internet. Sich jungfühlende Corporate Accounts posten semi-witzige Fake-Headlines, League of Legends lässt euren Midlaner als Minion spielen, so wie es eigentlich schon immer gehörte, und Krypto-Projekte kündigen als Scherzkooperation mit Tesla an, um 200 Millionen Dollar aus dem Nichts zu erschaffen. Bei so viel Normalität nahm niemand an, dass eine Ankündigung, die besagte, dass am selben Tag das großartige Experiment namens r/placeofreddit zurückkehren sollte, tatsächlich ernst gemeint war. Doch, dann kam irgendwie alles auf. Ist nicht langsam mal wieder Zeit für r/plays? Wann war denn das? Machen wir das Video ausgerichtet am 12.04. Also muss R-Play, kommt das alle 2 Jahre oder alle 3 Jahre oder wie? Und warum, ich dachte einmal im Jahr. Anders. Um euch erstmal Verwirrung zu ersparen, was ist r/plays eigentlich? Nun, am 1. April 2017 kam jemand bei Reddit auf eine großartige Idee. Wie wäre es mit einer 1000x1000 Pixel großen Leinwand, auf der jeder Reddit-Nutzer einen einzelnen Pixel aus einer Farbpalette von 16 Farben platzieren kann? Der Twist, ein Timer hindert denselben Nutzer dann 5 Minuten lang daran, es erneut zu tun. 5 Minuten, in denen jeder andere Nutzer den gerade platzierten Pixel wieder für dessen eigene Zwecke benutzen kann oder halt auch nicht. Und das 3 Tage lang. Ein simples Konzept, das für viel Aufmerksamkeit und Begeisterung sorgte, mit gemeinsamen Projekten, Länderflaggen und Community-Initiativen. Und dann nach Ablauf der 3 Tage, Ruhe. 5 Jahre lang. 5 Jahre? Ein Disclaimer vorweg. Okay. Sämtliche Äußerungen in diesem Video, die in irgendeiner Art und Weise so klingen, als wären sie politischer Natur, sind rein im Kontext dieses Internetphänomens getroffen. Und nicht damit zu verwechseln, irgendwelche Kriegsgeschehnisse zu relativieren oder womöglich sogar an altdeutsche Zeiten angelehnt zu sein. Es geht hier nicht um die Verherrlichung von Krieg, sondern um eine adäquate und unterhaltsame Darstellung der Geschichte von r/plays. So etwas auf Interpretationsebene kaputt zu pauschalisieren, hilft niemandem. Am wenigsten denen, die gerade wirklich unter einem Krieg leiden müssen. Danke. Mhm, wichtig und genau richtig. Genau wie bei CSGO-Spielern, die gerade auf das 2A lang durchpushen, begann der Place mit einem weißen Bildschirm. 1 Million Pixel, einheitlich gefärbt, bereit verunstaltet zu werden. Und als das Internet auf diese Fläche losgelassen wurde, dauerte es nicht lange, bis sich bereits erste Gruppierungen formten. Am größten und am schnellsten wachsend, wie vielleicht auch viele vermuteten, war am nördlichen Ende der Leinwand eine Ukraine-Flagge, die sich im Angesicht des zu dieser Zeit seit Wochen wütenden Krieges bereits schnell in die Breite zog. Diese wundervolle Aktion wurde in den Gesichtspunkten Organisation und Schnelligkeit nur von einer beinahe genauso gesellschaftlich relevanten Fraktion gematcht, den Kreiseklickern. Als ein Mensch, der mit Maus gerade eben 5-Star-Maps passen kann und einer Freundin, die von der Hälfte der deutschsprachigen Anteile dieser Community monatelang gewitchhuntet wurde, habe ich nicht viel über die Weeps unseres Vertrauens zu sagen, aber ihre erschreckend gute Arbeit auf r/plays ist nicht vernachlässigbar, denn egal wie oft das Logo angegriffen wurde, es kam immer zurück. Das dritte, offensichtlich in den Vordergrund tretende Element der ersten Stunden sind Länderflaggen, die quer über den Canvas verteilt aus dem Boden sprossen und so beginnt auch die Geschichte der deutschen Flagge, die im untersten Viertel das Monitorlicht erblickte. Und gemeinsam damit begann auch die erste noch ungeplante deutsche Mission, Expansion um jeden Preis. Die Anfangsphase war geprägt von einer ständigen Erweiterung hin zur rechten Seite der Leinwand, unabhängig von Pixeln, die sich der schwarz-rot-goldenen Welle in den Weg stellten. Deutsche Reddit-Nutzer aus dem ganzen Land schlossen sich ohne großartige Konversation zusammen und kümmerten sich um das gemeinsame Ziel, das zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich bloß ein Hauptsache die Flagge ist irgendwo zu sehen war. Und so lief auch alles ganz gut. Bis der Superstong-Sub. Aber wieso gegen das Ding wurde nicht gewonnen? Wieso? Ist das die Rainbow Road von Mario Kart oder was? Aber warum nicht hier die Flagge verteidigen? What the fuck? Hauptsache, die Flagge ist irgendwo zu sehen war. Und so lief auch alles ganz gut. Bis der Superstong-Subreddit kam. Auf r/Superstong versammelten sich die größenwahnsinnigsten sowie gleichzeitig schlauesten und dümmsten Individuen, die das Internet zu bieten hat. Eine heterogene Masse, mit der man sich nicht unbedingt anlegen möchte. Deren Größenwahnsinn war auch in der Größe ihres Gemäldes zu erkennen, das bereits so früh in der Geschichte des 2022er Canvas größentechnisch nur von der Ukraine und vielleicht dem europäischen Gesundheitsversicherungsverein da oben outmatcht wurde. Anstatt sich auf einen Krieg mit einem Haufen finanziell so verzweifelter Reddit-Nutzer einzulassen, dass sie alles tun würden, um ihren Teil zu verteidigen, entschied man sich für einen viel clevereren Schachzug, bei dem sogar Magnus Carlsen blass wird. Man adaptierte den Größenwahnsinn einfach. Wenn wir schon nicht weiter nach rechts können, was politisch auch im echten Deutschland ein Segen wäre, dann gehen wir halt nach oben, dachte man sich in der deutschen Community. Und so wurde die Flagge kurzerhand mit der Effizienz eines Pre-Diesel-Skandal VW Polo Motors in ihrer neuen Form in einvernehmlicher Toleranz mit dem Star Wars Subreddit für Star Wars wurde schön alleine gelassen. Und zu ihrer vorerst finalen Form vollendet. Stelle auch für die erste Iteration der LGBTQ-Plus-Fraktion. Jetzt wurde es dominiert darüber hinweg, oder wie? Warum? Warum wurde Star Wars in Ruhe gelassen? Die Stellung des Staatsgebietes der Bundesrepublik Deutschland fing nun also die traditionelle Planung der Dekoration an. Im 2017er Place wurden Flaggen bereits mit landestypischen Elementen geschmückt und auch dieses Jahr sollte es nicht anders sein. Begonnen wurde dabei einstimmig mit dem Tier, das... Wart ihr damals dabei? Habt ihr auch Pixel geklickt alle 5 Minuten oder war es euch egal? War es euch scheißegal oder habt ihr es damals gemacht? I was there? Ja. Also ich habe League of Legends gespielt, bin ich ehrlich. Alter, wie viele von euch? What? Leider nicht. Ja, war mir egal. Okay, die meisten haben, also Junge, Hardcore wart ihr unterwegs.
Für einige mehr und für andere weniger, aber gesamtheitlich immer noch primär Deutschland repräsentiert, den Bundesadler. Einstimmig heißt zu diesem Zeitpunkt basically, irgendjemand hat angefangen und andere haben einfach mitgemacht. Und in einem schönen, leicht über die Ländergrenzen herausragenden Rahmen wurde er errichtet. Doch schon bei der Hälfte der Fertigstellung zeigte sich direkt über seinem neuen Zuhause ein sich rasant nähernder Neueinkömmling, die Belgier. Der Zusammenstoß der zwei Flaggen stand kurz bevor, doch Angst musste man hier keine haben. Schon 2017 arbeiteten Deutschland und Belgien wohl nicht nur aufgrund der EU und der geografischen Nähe zusammen, sondern auch wegen der aufeinander hervorragend... Was ist das für ein geiles Bild? Junge, einfach der Hotdog mit Ketchup und Mayo. Ist das... Nee, warte, ist das Mayo oder ist das Senf? Ich hasse Senf. Ihr wisst, ich hasse Senf. Wir wollen keinen Senf. Wohl nicht nur aufgrund der EU und der geografischen Nähe zusammen, sondern auch wegen der aufeinander hervorragend abgestimmten Farben. Und so einigte man sich, an dem Adler ein Beispiel der Freundschaft zu demonstrieren. So, und an der Stelle möchte ich jetzt gerne einmal rauszoomen, ja? Vielleicht ist Place neu für euch, vielleicht auch nicht, aber überlegt einfach mal. Was sind sinnvolle Methoden, um den Zusammenhalt mit ein paar Pixeln zu demonstrieren? Das universelle Symbol, auf das sich auch hier die meisten Parteien für gewöhnlich einigten, sind Herzen an den Grenzen zueinander, aber es gibt auch so viele andere Möglichkeiten. Und jetzt ratet, auf welche fucking Idee die Deutschen und die Belgier kamen. Sie füllten den Adler ab. An der Ländergrenze zu Deutschland wurde ein Bier errichtet. Der Adler bekam einen in den Nacken gesenkten Kopf und sperrte den Schnabel auf. Ein gemeinsames Team aus Volksalkoholikern und Halbfranzosen ließ keine Minute aus, um das Bier über den Rand des Glases sprudeln zu lassen, eine künstlerisch angehauchte Schaumkrone zu gestalten und es bis zum letzten Pixel dem Adler direkt zu Gemüte zu führen. Langsam aber sicher manifestierte sich die deutsch-belgische Freundschaft durch die Darstellung des traditionsreichen Getränks und als wenn das noch nicht reichen würde, wuchsen dem Bundesadler als Ergebnis seines Bierkonsums zur absoluten Realitätsverzerrung auch noch gigantische Oberarmmuskeln, womit das erste große deutsche Bündnis in der Geschichte der 2022er Leinwand besiegelt wurde und in aller Ehrlichkeit auch nicht viel besser hätte laufen können. Oh mein Gott. Die Volksalkoholiker und die Halbfranzosen, Alter. Ja, Bündnis. Klasse. Und mit den Franzosen hat man eine EU-Flagge gebaut. Sterne und so. Wunderbar. Belgien und Deutschland. Hand in Hand. Of course. Okay, zurück zum Rest. Während in der Mitte der Flagge noch ganz unorganisiert also dieses Kunstwerk gebildet wurde und die EU-Flagge gemeinsam mit den französischen Pixelsetzern auch schon Form annahm, bildete sich etwas weiter westlich schon das erste kreative Stück Kunst, nämlich die Maus, die Ente und der Elefant aus... Ich verstehe nicht, wie sowas anfängt. Also, da macht irgendwer ins Rot einen braunen Punkt rein und jemand versteht, dass er damit die Maus machen möchte? How the fuck? Also, gab es dann auf Subreddits oder Discord-Server, wo Leute einfach miteinander geredet haben, um das zu timen? Das ist doch unmöglich. Alles auf Discord-Servern? Okay. Aber das geht doch gar nicht. Es müssen dann so richtig viele Leute auf Discord-Server drauf sein. Das müssen ja richtig viele Menschen gewesen sein. Können gar nicht reden. Gab es da so Redebälle wie bei Among Us-Abenden? Naja, der Sendung mit der Maus. Was auf dem Canvas zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht sichtbar war, war der Moment, in dem auch ich mich im Stream das erste Mal dem Place widmete. Mein Plan für unsere Pixel-Existenz war recht schnell klar und auch wenn dieser anfänglich scheinbar nichts mit der deutschen Flagge zu tun hatte, sollte was mit unseren Pixeln geschah in der Zukunft auch einen immensen Einfluss auf die deutsche Community haben. Also schauen wir einmal ganz kurz nach, was wir da auf twitch.tv/r4nxmango fabrizieren. Ach komm, wir gucken mal in r/place rein. Ui, holy shit. Why is there no penis? Dafür sind die Leute zu versiert in diesem... Junge, die deutsche Flagge auch mit der Maus da drauf. Ich, illplace.de, Germany, Geschichtsmaimais haben sich zusammengeschlossen einfach, ey. r/place, wo? Im Void meint ihr, ja? Im Void hätten wir einen Platz. Also unser current proposal, ja, besteht hier draus. Dieses Schildchen hier in dem Void einzubauen. Was ist denn das Void, bitte? Wäre natürlich schon cool. Über Oso im Void. Oh ja, hier ist viel Platz. Da könnte man sich einschummeln. Ja, komm, Leute, wir probieren es hier. Wir probieren es hier in dem Bereich. Dann wird das hier jetzt weiß gemacht. Nördlich des Oso. Ah, also, wir müssen es ja gar nicht ganz weiß machen. Wir müssen es ja... Wait a second. Oh, das geht schon voll schnell. r/place.de. Grüße von r/place.de. Wo kommt die Kavallerie jetzt? Aber wie das damals nicht gemacht, Chat? Ihr hättet mir doch Bescheid sagen können. Wir haben wieder, keine Ahnung, einen Ring aus Herr der Ringe angefangen. What the fuck? Ja, oder was? Ich habe so eine Star Wars Community. Warum gibt es gar keine Herr der Ringe Community? Junge, man kann das einfach erkennen. Es ist einfach auf r/place. Ich glaube das nicht. Wir haben es so weit gebracht. Ja, wirklich. Das Leak gespielt, oh, Scheiße. Das N formt sich schon. Ja. Das X ist noch ein bisschen. Oh, wir sind ein zu breit. Egal. Aber das müssen wir jetzt verteidigen, ne? Ja, klar. Wie geil! Insane, ey. Absolut insane.
Bis hierhin lief also alles super. Wir hatten einmal unseren Kürzel auf dem Canvas und dachten eigentlich, dass wir damit safe wären und das Ganze ruhen lassen können. Doch was eine halbe Stunde und ein Tilten des Game League of Legends später geschah, konnte niemand voraussehen. Mischief will alles über Ozu übernehmen. Oh no. Oh no. Aber wir sind einfach da im Stream! Let's destroy it, okay? Look, how does the real world work? Oh oh. Ich mach Discord-Ping. Ich mach Discord-Ping. Wir werden von Mischief angegriffen. Was? Ja, you gone. Du bist absolut gone. No! Keine Chance. Server News. Add everyone. Mischief greift an. Zur Verteidigung. So sehr wir es auch verteidigen wollten, die Lage war aussichtslos. Und da erinnerte ich mich an folgende Nachricht, die irgendwann heute schon mal in meinem Chat stand. Grüße von Arslash Playstation. Wo kommt die Kavallerie jetzt hier, oder was? Und so begann aus einer ehrlich gesagt recht verzweifelten Situation ein Kommunikationsversuch, der, wie ihr noch sehen werdet, weitreichende Folgen haben sollte. Kriegen wir irgendwie Unterstützung aus dem... Wer war eben hier und hat Unterstützung angeboten? Arslash Playstation. Ja, ich glaube auch. Müssen wir cross-posten gehen auf arslash.de? Wir machen Post. Bündnisanfrage. Okay, wir haben wohl ein Bündnis mit arslash.place.de, wenn Kakao-Karaffe irgendeine Art von Einfluss hat. Place.de hat größere Sorgen, verdammt. Oh ja, die haben die deutsche Flagge unten. Oh shit, das ist eine Among Us-Cock irgendwie. Okay, Leute, wir helfen in gegenseitiger Hilfe erstmal arslash.de aus. Wollen wir erstmal ein Space, eine Farbe reclaimen, damit wir quasi Dominanz zeigen auf einer Farbe? Lass uns schwarz machen, oder? Schwarz. Aber wie wurde es denn verteidigt über die ganze Zeit hinweg? Weil eigentlich hat doch Mango gerade gar keine Chance gegen Mischief, oder? Also, Mischief ist ja sowohl größer als auch zum Zeitpunkt, war wahrscheinlich Nacht in Deutschland und Tag in Amerika. Also es muss einfach permanent abends und nachts gewechselt haben, je nachdem, welche Weltregion gerade wach war. No? Reclaim, schwarz reclaim, ja. Schwarz reclaim. Okay, Leute, gesamte Energie auf die deutsche, Let's go, schwarz reclaim. So wurden wir im Livestream Teil der ersten großen defensiven Aktion der deutschen Community unter Operation Cockblock. Operation Cockblock wurde anfänglich zu einer größeren Herausforderung als gedacht. Der Among Us Cock verfügte nämlich über viele Reserven, was, wie sich herausstellte, größtenteils daran lag, dass der bekannte Streamer Soda Pop in dessen Expansion aktiv vorantrieb. Dadurch wurde die Einschränkung des Schaftes zu einer pixelzehrenderen Aufgabe, als viele dachten. Nichtsdestotrotz schafften es die deutschen Kräfte aber nach einiger Zeit, die roten Pixel von der Flagge zu verdrängen, sodass Soda Poppin sich zurückziehen musste, on-stream aufgab und stattdessen einen Luftschacht südlich des deutschen Gebietes baute, mit dem er den Among Us Cock in Forsens Gesicht zu wenden lassen plant. Und dabei belassen wir es dann auch erstmal. Parallel zu dieser Verteidigung brachte man außerdem einen Sprichdeutsch, du Hurensohn, an der Flagge an. Dieses Plakat sorgte für etwas Aufruhr in der internationalen Szene, da zugegebenermaßen, ohne das gegebene Hintergrundwissen, dass dies eine ironische Reaktion stammt aus dem Ich-Ihr-Subreddit, auf die Verwendung der angelsächsischen Sprache in diesem Unter ist, in dem sowohl Redewendung als auch Mai meist verkrampft und dadurch auch unterhaltsam ins Englische übersetzt werden, der Satz etwas aggressiver klingt, als er eigentlich gemeint ist. Nichtsdestotrotz zeigte sich... Also, dass er gesagt hat, in diesem Unter statt dem Sub, das hat mich auch schon wieder fertig gemacht. Ich habe darüber legit gerade nachdenken müssen, was er meinte mit dem Unter, bis ich darauf gekommen bin, dass er das Subreddit meint, einfach halt. Hier das erste Mal ein Musterbeispiel deutscher Zusammenarbeit. Der r/place.de Discord-Server, dem ich ebenfalls im Laufe unseres entstandenen Bündnisses beigetreten bin, entwickelte sich so auch extrem schnell zu einem Hub, aus dem heraus Entscheidungen demokratisch getroffen wurden, sowie Kommunikation untereinander und mit anderen Parteien der Leinwand ermöglicht wurde. Dazu haben die Deutschen sogar, wie wir halt so sind, ein Organigramm erstellt. Diese stellte die Organisation innerhalb der Community hervorragend dar und gleichzeitig ist der Reddit-Post, der dazu gemacht wurde, dank der Kommentare darunter auch einer der unterhaltsamsten, den es jemals gab. Eines der Bauteile in dieser Grafik fiel auch in den Kommentaren auf Reddit besonders auf. Die Nachtwache. Die Nachtwache bestand aus Freiwilligen, die auch in den späten Stunden sich um die Instandhaltung des Staatsgebiets kümmerten, als auch einer automatischen Instandhaltung der Kunstwerke auf der Flagge selbst. Und warum diese so bitter nötig war, zeigte die erste Nacht sehr schnell. Sobald es in Deutschland später als ungefähr 2 Uhr wurde, joinkte es die meisten Pixler verständlicherweise ins Bett und somit war die Flanke der deutschen Flagge exposed. Diesen Zeitraum nutzten viele, um den Bereich der deutschen Flagge für eigene Artworks zu nutzen. Zu Recht, das ist schließlich das Prinzip von r/place. Auf der linken Seite wurden die auf dem gesamten Canvas gleichermaßen vertretenen Among Us Crewmates auf alle drei Farben gelegt, an den oberen und unteren Enden entstanden winzigste Kunstwerke, im Osten nahmen mehrere Werke sogar einen großen Teil der Flagge gänzlich ein und schließlich kehrte sogar noch der Among Us Cock zurück. Das alles machte den nächsten Morgen aber nur umso entscheidender. Bisher hatte die deutsche Community vor allem zwei Dinge gezeigt. Es bestand ein Anspruch auf nicht gerade wenig Fläche und man war bereit, diese Fläche gegenüber spontanen Angriffen zu verteidigen. Aber wie sah es mit der Wiederbeanspruchung komplett überlagerter Gebiete aus? Nun, die Sonne ging auf in Deutschland, irgendein Marketingopfer hat sich bestimmt auch um Punkt 9:30 den Knoppers gegönnt, weil er dachte, dass wenn die Werbung das sagt, man das ja auch in echt machen muss und die Deutschen begannen wieder aktiv zu pixeln. Und sie wählten Krieg. Niemand blieb stehen.
allem, was nicht über den Discord geplant wurde, wurde die Existenzberechtigung sofort entzogen. Als wenn sie im Leben auf nichts anderes gewartet hätten. Die Belgier wurden ja auch schon besiegt, no? Aber die Belgier haben immer noch ihr Bierglas behalten. Schaltete halb Deutschland ihren PC ein und stellten die Farbtreuheit der Flagge wieder her. Mit Gewalt. Getreu dem Motto, wer die deutschen Pixel überlagert bei Nacht, bei Morgengrauen nur noch durch schiefe Zähne lacht. Direkt zu Beginn musste die invasive Spezies Amongis Unsorus dran glauben. Was auch immer auf den kleinen Pixelkombinationen in der Mitte der Flagge zu sehen war, verschwand schneller als der Wirecard-CEO es getan hat. Und auch Elon Musk, Chalelos und Co. wurden in Box 12 eingelagert und nie wieder herausgeholt. Es gab nur ein Problem. Die Aufräumaktion an der rechten Front lief so unfassbar effizient ab, dass einige random Nutzer, die dabei wohl halfen, etwas größenwahnsinnig wurden und ohne Abstimmung mit der Zentrale die deutsche Flagge nun auch in das Superstongs-Kunstwerk hineinarbeiteten. Oh, oh. Die ersten paar Pixel reichten anscheinend, um eine große Menge unwissender deutscher Teilhaber joinen zu lassen und innerhalb kürzester Zeit, aber nicht ohne Widerstand, gelang es dieser Gruppierung durchzubrechen. Und das, obwohl wir, wie bereits erläutert, nicht mal 24 Stunden vorher uns mit derselben Fraktion verbündeten. Auf der organisierten deutschen Place.de-Seite steht man damit natürlich vor einer schwierigen Entscheidung. Einerseits also quasi die deutsche Community hat gebackstabbt, die Superstar-Community über Nacht, obwohl die davor geholfen haben, der Monster-Backstab aus der Hölle und jetzt kommt die Entscheidung. Angriff an der rechten Flanke oder nicht? Oh oh, Chat, gerade bei der Historie verstehe ich jetzt Mangos Disclaimer vom Anfang. I get what's happening now. Spannung und Diplomaten wurden entsandt, um mitzuteilen, dass es sich hier um keine Kriegserklärung, sondern um eine unkontrollierte Untergruppierung handelt. Andererseits kursierten aber auch Gerüchte, dass die Invasion gar nicht von den Deutschen ausgeführt wurde, sondern eine organisierte Aktion von r/GME-Meltdown zu sein scheinte, deren Ziel es war, einerseits Superstongs zu schaden und andererseits mehr Communities gegen Deutschland aufzubringen. Diplomaten aus etwas verängstigten Communities wie der angrenzenden LGBTQ-Celeste-Fraktion meldeten sich im deutschen Discord, doch auch denen konnte zu diesem Zeitpunkt nichts gesagt werden, außer verteidet eure Grenze zu Superstongs. Auf der deutschen Seite entschied man sich deswegen, aufgrund des Statuses der Community als Verbündete und als Versuch einer Friedensdemonstration dazu, einfach den Wiederaufbau mitzuversprechen, sowie alle benachbarten Communities zu informieren, dass es sich hier nicht um eine eigene Offensive handelte und so wurde die Expansion der Flagge kurzzeitig geduldet, bis die Randoms keine Lust mehr hatten und die vorherigen Verhältnisse wiederhergestellt werden konnten. Mit der einen Seite der Flagge geklärt und dem Rest gerade nicht unter Angriff stehend, fand man sich so also das erste Mal in einer halbwegs stabilen Situation wieder und das nutzten die Deutschen so, wie sie es am liebsten tun. Sie arbeiteten mehr. Im Discord wurden Vorschläge für Dekorationselemente eingereicht, man votete und ein genereller Trend... Also der Titel ist ja dominierte, das ist ja nicht mal ein Zehntel vom Bildschirm. Ich dachte, die ganze Flagge wird den Bildschirm einnehmen am Ende, oder was? Hier bereits entwickelte, waren Kindersendungen. Und so wurde nicht allzu viel Zeit später Bernd das Brot errichtet. An der Kreuzung zwischen Belgien und Deutschland fand sich außerdem kurze Zeit später ein ICE wieder. Wer genau dachte, dass die Deutsche Bahn ein Positivbeispiel für Deutschland sei, weiß ich bis heute nicht. Aber das Gemälde trug allein deswegen schon zur allgemeinen Belustigung bei, weil einige Genies direkt darüber ein Symbolbild für den deutschen Mobilempfang auf dem Land, den jeder bei einer Zugfahrt schon mal erlebt hat, hinterließen. Und damit eigentlich fast jeden Menschen, der aus Deutschland kam und sich diese Ecke der deutschen Flagge ansah, belustigt. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt fand auch ich mich im Stream erneut pixelanstarrend wieder. An diesem Tag war jedoch etwas anders. Einerseits stand ein großartiger Konflikt mit dem doch recht bekannten Streamer Myth bevor und andererseits lief während der Operation Cockblock am Tag zuvor noch folgende Konversation ab. Das r/PlayStation-Discord würde euch anbieten, das oberste R in der Deutschlandflagge zu claimen. Liebend gerne. Wir werden liebend gern Teile der Allianz. Okay, ich bin dabei. Ich mache sehr, sehr, sehr gerne. Machen wir r/AirPhonicsMango hier draus. Aber wir müssen trotzdem vorher noch aufpassen. Wenn wir jetzt alle hier aus dem Chat rüber switchen auf r/AirPhonicsMango, dann verlieren wir an der Front hier mit Among Us. Und das geht nicht. Wir müssen erst Operation Cockblock fortführen, ganz genau. Und da die Verteidigung im Zeitraffer zwar ganz schnell ging, in der Umsetzung in der Nacht zuvor allerdings bis um 3 Uhr dauerte, verschob sich diese Ehre. Aber an diesem Tag stand der Unternehmung nichts mehr im Wege und so konnten wir live auf Twitch gegen 20 Uhr abends am 2. April 2022 endlich die Verewigung angehen und naja, ich habe mich etwas gefreut. Okay, Leute, wir haben Koordinaten. Wir haben Koordinaten. Das O ist nicht richtig, das O muss logischerweise oben zu und nicht zwei oben in der Ecke. Aber wir dürfen anfangen. Wir haben ein offizielles Go für r/AirPhonicsMango. Diese Abstimmung und diese Zusammenhalt der Menschen in der Community ist ja verrückt. Es geht um irgendwelche verdammten Pixel und die stimmen sich ab, dass er genau vorbeikommt da und dann wird es gestattet von der Server-Community und dann Peng, Eskalation oder was? Verrückte Welt. Verrückte Welt. Oh. Wo? In den Koordinaten, die eingezeichnet sind. Oder hier oben. Let's go! Oh Leute, wir haben's fast! Wir haben's fast! Schon eine geile die deutsche Flagge links! AirPhonicsMango steht einfach auf der Deutschland. Nur noch das R oben links! Nur noch das R oben links! Ja! Ich glaube es nicht. Oh mein Gott! Ja, Leute, damit sind wir ganz offiziell ein Teil der Koalition. Okay, Leute, wir haben... War Mango so groß damals?
Das, also im Sinne von so Großteil der Community, dass sie ihn dazu geholt haben, damit, und auch, also war er so wichtig dafür, dass sie alle verteidigen konnten und so? Schon ein wildes Gemeinschaftsgefühl. Mit einer fucking dreifarbigen Flagge. Ab sofort drei Prioritäten. RV und X am Leben halten, r/RVNXMango am Leben halten und die deutsche Flagge mit all ihren Inhalten mit zu verteidigen. Sehr cool. Ja? Bei Großangriffen auf die deutsche Flagge ist es sehr legitim, cool. Ja, zum Beispiel das r/ zu vernachlässigen. Ich würde sagen, das RVNX wird auch in unserem Discord wahrscheinlich noch hochgehalten. Aber die deutsche Flagge mit zu verteidigen ist eine unserer Missionen, eine unserer Kernmissionen. Der Burp ist auch Teil der Koalition, ganz offiziell, der Kleine hier. Und so gehörte die RVNX-Demokratie ganz offiziell mit zu der deutschen Allianz und fortan wurden alle Entscheidungen der Community mitgetragen und die Deutschlandflagge so verteidigt, als wenn sie zu uns gehört. Es kehrte also mal wieder etwas Ruhe ein, man beschloss Bernd ein Bier zu geben und wir beteiligten uns. Parallel dazu fand die Errichtung eines Autobahnschildes und eines Löwenzahns als Anlehnung an Peter Lustig statt. Doch inmitten der fortschreitenden Normalisierung des Alkoholkonsums fiel einigen aufmerksamen Augen etwas auf. In der unteren linken Ecke formte sich ein Void, eine der bedrohlichsten Strukturen, die es im Place gibt. Ein Void ist nichts anderes als eine große Horde schwarzer Pixel, die alles um sich herum verschlingt. Schon im ersten Place, 2017, hatte das Void einen großen Einfluss auf den Verlauf, doch in 2022 war die Präsenz bisher eher eingeschränkt. Wie wir ganz schnell feststellen mussten, war dieses aber kein x-beliebiges Void, sondern eines, das gebackt wurde, und zwar erneut von einem großen amerikanischen Streamer. Myth macht das Void größer. Reden wir über den Myth? TSM? Streamer? Myth? Wieder? Das ist nicht gut. Junge, das Myth wächst. Das Void wächst. Mies. Void aber hat soeben Krieg gegen Deutschland. Das Void ist ja eigentlich dann nur langfristig Free Space zum Selbstausbreiten, nicht wahr? Denn es ist einfach leer. Deswegen heißt es ja auch Void. Also, ist ja dann, you know, Space, den niemand beansprucht hat. Ist ja leer. Und erklärt, schreiben sie. Myth hat sich gegen Deutschland ausgesprochen. Oh shit, Leute, wir haben einen großen Kampf vor uns. Okay, also neueste Ziele ist, to be continued, verteidigen. Schließ das Wort mit subtilen Farben schwarz, rot und gelb, damit du kannst das wieder hören. Okay, habt ihr es gehört? Offizieller Call vom Place.de Discord. Das Bier bleibt jetzt erstmal, scheiß auf das Bier und die Ecke. Mit schwarz, rot, gelb das Void füllen. Also mit schwarz ergibt halt wenig Sinn so, aber rot und gelb, ne? Zum Angriff! Myth hat's gerade gemerkt. Germans are here. Yep. Germany. Oh my fucking god, we're crossing over into their land. Oh no. Mm-hmm. Here's the thing about you, Germany, right? You're already majority black, motherfucker. Ja und? You are an easy target. Guys, we need to take out this to be continued sign as well, by the way. Keine Chance. Because this shit is easy blackness. Junge, die Deutschen kommen in den Chat. Kommt ein Volk, ein Reich, ein Kommentarbereich. Ja, mein Gott. Ich weiß auch nicht. Oh dieser mein Chat ist Eigentum der Bundesregierung. Germany, I did not want to attack. Oh, no. Der ganze Chat ist deutsch einfach. Germany, I was not. Listen, I did not want to attack. That was not me that said that. Ja. It wasn't me. Deutsch. It was not me. What is this saying? Wait, what does this say? What is this saying? What does this even mean? Oh no, they think I... Okay, wait, I don't want to invade. I think we should have a truce. Ah, jetzt wird er Waffenstillstand, ja? Oh mein Gott. Ja, keine Chance. Keine Chance. Nee, no. Gar keine Chance. Chat gehört nicht mehr ihm. Nee. Diese kurze Auseinandersetzung mit Myth machte vor allem eins deutlich, als laute Minderheit kann man alles erreichen. Und somit verbuchten wir die Verteidigung gegen das Myth'sche Void als Erfolg. Auch wenn wir uns nicht ganz sicher waren, ob diese Ecke keine Gefahr mehr darstellte, hatten wir nur kurze Zeit später gar keine Ressourcen mehr übrig, um darüber überhaupt nur nachzudenken. Denn es passierte Folgendes. Das Void wird gerade sehr schnell sehr viel größer. Guck mal nach... Wow, guck mal nach links, nach rechts. Hä? Guck mal nach rechts. Wo rechts? Warte, was? Ist denn einfach gerade... Eine Million neue Pixel entstanden. Wo? Rechts vom Canvas. Die Blue Corner ist keine Corner mehr. Ja, bei mir nicht. Ja, aktualisier mal. Wait, what? What the fuck? Haben die es größer gemacht? Wait, what? Oh mein Gott. What the fuck? Haben die es auch größer es gemacht? Ist gerade größer geworden? Um das Doppelte. Wir brauchen schnell neue Koordinatenplan sofort. Oh mein Gott, der Discord rastet aus. Oh, es gibt neue Farben, ja. Es gibt neue Farben. Deutschland gönnt sich einfach direkt den Space. Aber das ist die LGBTQ-Flagge, die sich da, oder? Nee, das ist rot. Rot, ja, rot, rot. Ist rot. Okay, rot.
Junge, guck mal, da ist fast nichts organisiert. Nur ein paar Farbklicks mit ein paar Flaggen, aber Deutschland einfach rollen ja. schon durch. Ja, oh mein Gott. Das ist so schnell. Das ist so insane. Und mit dieser Erweiterung wurde eines jedem R/Place-Nutzer sofort klar. Die Deutschen waren nicht hier, um zu spielen, sondern um zu gewinnen. Während sich an allen Enden der Leinwand verschieden große Flaggen und Kunstwerke manchmal langsamer, manchmal schneller entwickelten, rollte die deutsche Flagge mit der Geschwindigkeitsbegrenzung des Schildes, das vorher auf ihr errichtet wurde, durch das weiße Pixelmeer. Nämlich mit gar keiner. Keine andere Fraktion war in der Lage, zu diesem Zeitpunkt ähnlich große Flächen mit solch einer Präzision und solch einem Tempo einzufärben. Die deutsche Flagge durchquerte den Canvas noch bevor ein anderes Kunstwerk auch nur annähernd fertig wurde. Effizienz und Organisation siegten erneut, aber mit einer riesigen Flagge, die jetzt neu zur Verfügung stand, war Frieden vorerst wieder ein Wunschtraum und der erste Angriff ließ nicht lange auf sich warten. Der Among Us Cock. What the fuck? Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Ja, ja. Der zieht sich komplett durch, ey. Der Bounce. Der ist nicht well structured, aber er ist groß. Der wird auch Deutschland treffen. Deutschland hatte bereits gegen den Among Us Cock gekämpft und auch in diesem Krieg plante niemand, sich unterkriegen zu lassen. Anstatt aber einfach nur gegen anzukämpfen, entwickelten die Masterminds des PlayStation-Discords eine Strategie, die mit ihrer durchdachten Manipulation des Feindes sich für immer in die Geschichtsbücher verewigen sollte. Ich glaube, das Void ist gefährlicher. Und der Cock ist angekommen. Die Frage ist, erweitern wir oder halten wir den Cock auf? Okay, der Discord scheint sich auf Verteidigung geeinigt zu haben. Die haben schon mal versucht. Das haben sie schon mal versucht gestern hier unten. Da hat es auch nicht geklappt. Machen wir ihnen klar, dass hier Schluss ist. Umlenken! Verteidigungsplan ist, wir bauen auch die Reflexion. Wir kappen es an der schwarzen Grenze und bauen es nach oben aus. Ja! 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 Der trifft sich selbst. Das wäre so witzig. Ja, wir bauen die Reflexion einfach mit. Es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Wir reflektieren den Among Us Cock. Oh mein Gott. Die nehmen sich jetzt einfach selbst weg. Komm, pass auf, wir machen jetzt noch ein bisschen... Oh mein Gott, das hat wirklich funktioniert. Ich glaube das nicht. Die 500 IQ-Umleitung. Junge, das ist ja so eine legendäre Verteidigungsaktion gewesen. Der große rote Among Us-Schwengel wurde also ein zweites Mal erfolgreich abgewehrt. Und nach dieser Aktion traute sich auch niemand mehr so wirklich, die deutsche Flagge anzugreifen. Denn bisher war jeder Versuch, auch nur Teile zu übernehmen, komplett fruchtlos. Dieser dauerfriedliche Zustand sorgte für eine wahrliche Renaissance in der deutschen Künstlerszene. Denn über den Rest des Tages verteilt wurde ein Kunstwerk nach dem anderen auf dem PlayStation Discord approved. Einige halt auch nicht. Aber so entstand ein... Was war das? Ja, aber ja, Arte, Frankreich, Deutschland ergibt Sinn. Wieder Belgien mit Europaflaggen in Deutschland, okay. Ein Döner hier, Döner Kebab, ja. Discord approved. Ein Baum. Einige halt auch nicht. Was war das? Es verteilt wurde ein Kunstwerk nach dem anderen auf dem PlayStation Discord approved. Einige halt kann auch ich, nicht. Kann ich aber so entstand ein Ensemble aus Sandmännchen, Brandenburger Tor, Mittwochskröte, zwei Portale, in die Flaggen... Was stand da? Was stand da gerade? Nett hier. Was ist schlecht an nett hier? Ist das böse? Ist das vorbelastet? Was weiß ich wieder nicht? Nett hier. Aber waren, ach, das war den Baden-Württemberg-Ding, ach so. Verbinden, ach so, Arte, ja, okay, Projekt, das sogar auf Arte gelandet ist. Erdbeermarmeladenbrot mit Honig, Döner-Symbolbild, Tigerente, Ü-Ei, Volkswagen, Reichstagsgebäude, Siegessäule, Schloss Neuschwanstein, bekannten Gesichtern und noch mehr. Auch hier gab es über Nacht dann wieder selbstverständlich Einbrüche. XQC musste seinen Dive-Comp-Avatar zum Beispiel dringend über einen Teil der Flagge legen und viele kleine Kompositionen erschienen. Und wie heißt es so schön, Kleinvieh macht auch schwarze Pixel oder so. Wann kommt jetzt endlich die Domination-Chat? Weil jetzt, ich kann nicht mehr die Deutschland überhaupt noch sehen. Die ist doch komplett ausgebaut worden. Davor ja auch schon. Also ist doch komplett weg. Aber die Aufräumaktion am nächsten Morgen hätte nicht befriedigender aussehen können. Da lasse ich sie euch wortlos genießen. Das war aber nicht alles, was sich mit Anbruch des dritten Tages ändern sollte. Der Tag verlief vorerst recht ereignislos. Doch wenn die anderen Pixelplatzierer nicht zuschlagen, dann sind es die Pixelersteller. Denn pünktlich zur Hochzeit, kurz vor der deutschen Primetime, abends um 8, fand eine neue Canvas-Erweiterung statt. Der bepixelbare Bereich verdoppelte sich erneut. Nochmal? Damit wieder quadratisch, aber mit 2 Millionen Stellen, die darauf warteten, erobert zu werden. Und das ließen die Deutschen sich nicht zweimal sagen. Mit der Geschwindigkeit eines Ausschlags, den ein Norddeutscher bekommt, wenn er statt dem gewohnten Moin ein Servus hört, schossen die schwarzen, roten und goldenen Pixel erneut über die Leinwand und ließen diesmal tatsächlich Moin, in der Horizontale Servus, keinen Moin. Platz ungeachtet. Meine Reaktion, als ich sah, was passierte, fiel dabei eher verblüfft aus. Auch wenn ich es irgendwie erwartet hatte, schien es auf den ersten Blick doch einfach etwas viel. Wisst ihr, wem es nicht gut geht? Dem r/play-subreddit. Was ist denn hier? Enough. Ja, enough. Es reicht. Wieso denn? Ich hab's im Stream gesagt. Ich hab vorgestern im Stream gesagt, 4 Tage. Am zweiten Tag kommt der zweite Canvas. Wäre ja witzig, wenn es 4 Canvases werden. Junge, was? Wie? What? Aber die Deutschen auch schon wieder. Junge, PlayStation schon wieder komplett fucked up. You got me fucked up. Hä?
Hassan is mad. Worüber ist er mad? Man, Germany supposedly so much for not being interested in fucking, you know, imperial ambitions. Germany, Germans on Reddit sure do love. What the fuck is this? Because. Unterschätzt niemals die Europäer hier. Oh, Deutschlandflagge erweitern. Ja, okay. Also Leute, weiterhin gilt es. Wir sind Teil der deutschen Koalition. Das bedeutet, wir arbeiten mit an dieser Flagge. Ja, wenn ihr hier seid, setzt eure Pixel für die deutsche Flagge. Und so lief die Operation Süderweiterung erfolgreich an. Die ersten Iterationen verliefen nichtsdestotrotz etwas holprig, da einzelne Farben der Flagge zu groß oder zu klein waren und es sich als schwer herausstellte, die gesamte Flagge zu korrigieren. Aber auch das pegelte sich nach einiger Zeit ein. Der erste Konflikt an diesem Tag war dann tatsächlich nicht ausschließlich deutscher Natur, sondern hatte eher etwas persönlicheren Charakter, aber ich will es euch auch nicht vorenthalten, dafür war es etwas zu. Also, hast du dich schon gefragt? Ihr habt jetzt irrelevant, haben die gesagt. Echt jetzt, Wilbo? Wir bekommen das nicht? Mein Mango hat eins bekommen. Ist doch auch, ja, wir helfen lieber. Auch. Ja, auf jeden Fall. Wir helfen auch. Wir sind aktiv dabei. Na, keine süße kleine Bild von mit unserer Community machen und das guck, darf da sein. Mango kriegt einen Platz hier, aber wir nicht. Nur weil das Masats Freund ist oder was? Okay. What the fuck? Was? Schwierige Aktion an der Stelle von Toni, dann sowas zu sagen. Aber ich kann das schon verstehen, wenn man dauerhaft in Andis Schatten steht, dann muss man manchmal auch laut werden, um gehört zu werden. Schieß gut zurück, aber imagine, Geschlechter wären geswappt, dann wäre das ganz böser Kommentar gewesen, ne? Also. Aber nachvollziehbar, Mango ist halt ein Macher, der kriegt seinen eigenen Space, wäre ich auch neidisch drauf. Ja, guck mal nach der Katze, gerne, kein Problem. Aber das Airphonix steht. Ich habe gar keine Katze. Du hast keine Katze. Was? Toni, das war Banter. Ich habe nicht wirklich was gegen dich. Alles gut. Aber ich bin da wie die deutsche Flagge in R/Place. Ich schlag halt gern zurück. Aber zurück zu wirklich bedrohlichen Feinden. Nicht mal 10 Minuten nach dieser Szene konnte jeder, der nicht legal blind ist, mit einem schnellen Blick auf den Canvas spotten, dass irgendwas nicht stimmt. Ein großer grüner Farbstrahl verbreitete sich rasant über die belgische sowie unsere Flagge und selbstverständlich ließ so etwas keine Zeit zu verschwenden und wir handelten sowohl mit Pixeln als auch mit Research. Was zur Hölle ist hier los? Wee-woo! Defense! Okay, Defense ist der Call. Die Erweiterung wird pausiert. Defense! Defense! RIP Deutschland, du hast noch nicht aufgehört. Deine Sorge, Piggy. Vielen Dank. Keine Chance. Danke dir. Nee. Außerdem haben sie auch den Fehler gemacht, vor Belgien zu crossen. Die Belgier sind halt auch eine gigantische Community. Also, großer Fehler von denen. Der Typ greift uns mit 151.000 Viewern an. Soll er versuchen. 151.000. Jetzt schon am Zurückziehen, ja? Good luck, mein Freund. Good luck. Sobald dein Stream aus ist, ist es spätestens vorbei. Hier geht das Void wieder los. Mal sehen, wie lange sich das diesmal halten wird. Ich glaube nicht lange. Oh, er verliert. Er hat sich. Guck mal. Er macht. Hat der Manga so eine Statistik, ja, Release, nicht Statistik, aber so eine Übersicht. Und da waren es ja nur 17.000 User und irgendwie 1.700 in der Nachtschicht. Wenn der Typ gerade 150.000 Zuschauer hat, wie zur Hölle kann er gerade die deutsche Flagge da gewinnen? Also, das müssen noch viel mehr Leute gewesen sein, oder? Das kann doch gar nicht stimmen. Und waren einfach wirklich so on Cooldown, alle 5 Minuten in Pixel setzen, ohne jemals was zu essen, ohne Toilettenpause, ohne Schlafen, einfach durchgeklickt. Das cool, funktioniert nicht, wir gehen woanders hin. Geht doch gar nicht sonst. Verloren. Bots und Scripts. Immer das Gleiche. Die Streamer-Aktion. Viele Bots, Effizienz der Deutschen, Reddit, Verbündete, sehr viele Bots. Du meinst jetzt Bots bei der Verteidigung oder Bots bei dem Streamer? Wir hatten viele Bots. Okay. Sind immer vorhersehbar. Richten eine Menge Schaden in kurzer Zeit an und kommen dann nie wieder. Die haben halt keine Ausdauer. Dies sollte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass so etwas passiert. Aber gesagt, sie haben keine Ausdauer, während Maluna da hinten halb eingeschlafen ist. Und kommen dann nie wieder. Die haben halt keine Ausdauer. Dies sollte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass so etwas passierte auf R/Plays. Den dritten Tag könnte man berechtigterweise den Tag der Streamer-Zerstörung nennen. Denn viele große englischsprachige, französische sowie spanische Streamer bekriegten sich oder rollten über kleine Communities erbarmungslos wieder. Und auch Deutschland blieb von einem Versuch davon nicht verschont. Einem sehr unterhaltsamen, würde ich sogar behaupten. Aber zuerst wurde noch eines der in meinen Augen bisher besten Artworks der Flagge kreiert und umgesetzt. Es gibt ein neues Ziel. Einmal die belgisch-deutsche Kreuzung in Erster Weltkrieg Trauer-Dingens. Das finde ich gut. Das ist sehr, sehr cool. Hier, Leute, das ist das neueste Ziel. Wann Belgien einnehmen? Nie! Bei dem Bild gerade fragst du, wann Belgien annehmen? Hallo? Let's go! Genau hier. Was passiert rechts außen? Oh. Schwierig. Was sagt allgemein dazu? Rechts ist Verteidigung angesagt. Das ist wohl eine Aktion aus diesem Stream hier. Schwierig.
Make a heart with Germany. Du kannst nicht über die German Flagge bauen und dann sagen, wir wollen heart mit Germany. Da muss man sich vorher melden und diplomatische Lösungen suchen, nicht einfach angreifen. Oh. Germany is here? Oh no, they're not. They're not. They are. They are fighting it. Ja, obvious. Es wäre so cool gewesen, wenn es einfach so... Wenn irgendwer es schafft zu bluffen, dass quasi ein Angriff stattfindet, aber dann alle denken, der Angriff findet statt und dann schlägst du zurück und dann kannst du quasi der Expansion stoppen und du glaubst, die Community war abfuck, aber die Community war gar nicht abfuck und dann kannst du die Community zurück angreifen. Das wurde ja am Anfang versucht des Videos, aber scheinbar sind alle zu vernetzt gewesen. Ich habe ja wirklich gedacht, so Domination bedeutet, dass die ganze fucking Karte angegriffen wird so. Und ja, das ist ja sehr human. Ist so mal nach rechts, mal nach links, das war's, oder freies Gebiet. Aber keine Angriffe. Ich dachte, es wird dominiert. Feel me? Obviously. Should we go somewhere else? Ja. Folgen direkt aber den Backdoor zu planen. Jetzt muss ja irgendeine Möglichkeit geben, da hier die Karte zu öffnen, weißt du? Es muss ja einen Weg geben, jetzt zum Beispiel diesen blauen Anime-Charakter einzunehmen. Warum nicht nach oben expandieren hier? Einfach mal angreifen. Warum so lange warten? Warum ein Herz hier hinten mit so einem Panda-Bär-Maske auch mal angreifen? Stop, der eine Luschke, den Affen jetzt ab. Willkommen. Danke dir. Now I'm running down now. Down and down, danke dir. I don't want to risk my alliance. Abort. Abort? Und ein weiteres. Wenn der Streamer angreift und es nicht geschafft hat, dann muss sofort der Space des Streamers eingenommen werden. Der, wo er verteidigt wird, direkt eingreifen. Angriff abgewehrt. Das ist so cool. Mit einer weiteren erfolgreichen Verteidigung im Rücken ging es der Deutschlandflagge erstmal wieder gut und wir hatten ganz plötzlich auch gar nicht mehr so viel Zeit, um uns um mehr zu kümmern. Zwei weitere Artworks, die zu uns im Stream gehörten, wurden nämlich auf eine recht kritische Art und Weise überrannt. Flamme und Burp, Weewoo? Flamme und Burp, Weewoo? Okay, Leute, wir als Chat haben eine neue Aufgabe. Weewoo. Okay, das wird verteidigt. Setzt hier eure Pixel, baut das hier wieder auf. Ich schicke euch das Logo rein. Was ist das? Das ist riesengroß. Das ist nichts Kleines. Das ist Quackity. Oh no. Ja, Quackity ist nicht gerade klein. That's a problem, man. Yes! What Carl said, Chat. Can you guys hear Carl? Oh no. Wie viele Views hat der? Der hat 63.000. Leider. Das wird schwierig, Leute. No, no. It is what it is. Nein. O7 im Chat. Der Burp und das Auge. Sie haben uns einen guten Dienst erwiesen. So sehr wir es auch wollten, sich gegen mehr als 60.000 Menschen zu verteidigen, war auch uns nicht gegönnt. Aber auch diese beiden Artworks sollten sich noch woanders wieder angesiedelt finden. Und auch wenn diese Kleinigkeiten etwas belanglos scheinen mögen, war die Spannung noch längst nicht vorbei. Denn seit Stunden führte ein Streamer, mit dem wir schon einmal aneinander geraten sind, hinterlistige Pläne an. Arte? Arte? Oh, ja, gar keine Chance. Leute, Frankreich-Flagge, all in. Nee, das dürfen sie wirklich nicht. Nee, Mistgif hat nicht wirklich angegriffen, oder? Er hat Frankreich angegriffen! Aber die haben... Das Angreifen ist doch viel cooler als Verteidigen, oder nicht? Ist doch voll geil. Ich hätte dich die ganze Zeit so einfach gestichelt. Wir sind andere Communities angegriffen, wäre doch voll cool. Auch mal angreifen, versuchen den Platz einzunehmen. Die haben die vermischt. Die gehören nicht zu denen. Die gehören nicht zu denen. Die haben das Frankreich unten links angegriffen. Aber das Frankreich unten links gehört ja nicht zu dem Frankreich oben. Das ist eine der größten Verwechslungen in der R/Plays-Geschichte. Nein. Und so trat der Bündnisfall ein. Auf dem Plays.de-Discord wurden alle Arbeiten pausiert und die deutsche Community wurde zur Hilfe in die französischen Flaggen des Nordens geschickt. Und es funktionierte. Während im Süden ein stetiges Hin und Her aus Angriffen und Abwehr. Elden Ring geht gut, sieht ja mega cool aus. Gab's auch eine League of Legends Community? Gab's generell auch so League? Ich habe noch nichts mit Herr der Ringe gesehen. Star Wars gab's vorhin, Harry Potter auch. Warum ist jetzt Elden Ring aber kein League, Leute? League, irgendein Genshin Impact war oben links auch mal. League gab es. Okay, müssen wir schon mal weiter angucken. Konnten die gemeinsamen Communities in der oberen Hälfte nicht nur den Angriff nach einiger Zeit zurückdrängen, sondern auch die Kunstwerke, die anfänglich zerstört wurden, schnell wiederherstellen. In einem makellosen Beispiel europäischen Zusammenhalts setzte man sich für seine Nachbarn ein, wie für die eigene Flagge. Und als dann irgendwann die Streamer die Lust wieder verloren hatten, stand alles da wie vorher. Auch wenn die Communities alles unabhängig voneinander errichteten, wurden im Ernstfall keine Mühen gescheut, um im Sinne der Allgemeinheit zu handeln. Ein Paradebeispiel für einen humanitären Akt, wie ihn anscheinend Pixel einfacher hervorbringen können als teilweise echte Menschen. Als letzter Akt dieses Tages wurde dann meiner Community und mir noch die größte Ehre zuteil. Wir bekamen einen Spot auf der Deutschlandflagge für ein Artwork unserer Wahl im Gegenzug für unsere Hilfe. Mit was genau wir uns verewigen wollten, diskutierten wir live einige Zeit, aber wir waren uns doch recht schnell einig, dass der als Maskottchen dienende Polarbär die beste Wahl dafür wäre. Und so mussten wir nur auf ein Approval warten, um Punkt 1 Uhr nachts am 4. April 2022 dann Folgendes zu tun. Okay, Leute, das ist die letzte große Aktion für heute. Da ist es! Schick rein, schick rein.
Es kommt. Ist aber noch nicht los. Vier Minuten. r/place.de. Danke, Leute. Danke. Ich freue mich so hart. 2 Tage lang haben wir schon mitgekämpft und wir kämpfen noch bis morgen mit hier auf der ganzen Deutschlandflagge. Und der Polarbär dafür, das ist er komplett. Es passiert schon. Let's go! Okay, Leute. Sucht euch einen Pixel und platziert ihn. Oh mein Gott! Ein Pixel. Oh mein Gott! Ein weiterer Tag ging also zu Ende auf der Leinwand, die letzten 3 Tage unser Zuhause war, und die deutsche Seite legte sich größtenteils schlafen. Wie auch die vorherigen Nächte füllte sich die Deutschlandflagge, sobald es in der Bundesrepublik dunkel wurde, mit einigen schönen und auch anderen nicht so schönen Werken. Und inzwischen mag ich diese Dynamik sogar ganz gerne, denn ohne diese würden wir nicht so etwas Befriedigendes wie das hier zu sehen bekommen. Auch solche Aktionen liefen übrigens organisiert über den Discord an jedem Tag. Und zu diesem Zeitpunkt war diesbezüglich auch noch ein jetzt schon legendärer Satz, ich zitiere: Wir übermalen die Herzen, die sind nicht genehmigt. Deutsche Bürokratie, wie sie lebt und lebt. So brach also der 4. und wie sich zu diesem Zeitpunkt bereits langsam rumsprach, auch letzte Tag nicht des Plays. Genehmigt. Alle Parteien wappneten sich nach und nach für einen finalen Kampf um jeden Pixel. Das ist wirklich satisfying, no? Wenn du online kommst, so Deutschland erwacht, auf einmal die Flagge, tschuuu! Alle anderen Sachen weg und was nicht genehmigt ist, muss auch weichen. Tschu! Aber vorher durfte es für die deutsche Community nochmal etwas Kunst sein. Viel davon. Sehr viel. Geschmückt wurde mit viel hübsch aussehenden Ideen, einer Regionalbahn, die in eine Mario-Röhre fährt und damit vielleicht endlich mal pünktlich kommt, Currywurst und Pommes, eine Flasche Jägermeister, die den Polarbären regelmäßig traurig gemacht hat, das Grundgesetz, Heimblöd und Captain Blaubär, das ein oder andere Gebäude, das man vielleicht schon mal gesehen hat in echt, aber hier wenigstens in weniger als 16 Jahren errichtet wurde, sowie viele weitere schöne Elemente aus der deutschen Kultur. Und dann gibt es noch die 2. Deren Geschichte ist etwas komplizierter. Die beiden Autos hier aus Cars hatten tatsächlich einen eher strategischen Nutzen als einen ästhetischen. Direkt darunter ist nämlich eine wilde Kussi zu beobachten. Das Herausfinden der Begriffe, aus denen sich dieses Wort zusammensetzt, überlasse ich einfach mal eurem eigenen Gehirn. Und diese Schöpfung, quasi direkt aus der Bibel gezogen, stammt von dem bekannten Streamer Hassan. Dieser hat sich, wie auch zuvor in diesem Video zu sehen, zwar nicht unbedingt immer positiv über Deutschland geäußert, hat nicht im Gegensatz zu Prinzipien gehandelt. Als Zeichen des Friedens in der Gewichtung dem Geschenk der Freiheitsstatue gleichkommend, beschloss man auf der deutschen Seite daher also einen VW Käfer mit ein paar Augen darüber zu bauen, sowie ein kleines gelbes Gefährt in Zusammenarbeit mit den Italienern dazuzustellen. Und so wurde dieser Abschnitt zu einem harmonischen Gesamtprodukt aus Ahegao-Auto und Kultur in Animationsfilmvorlagen verpackt. Zu dem zweiten, etwas interessanteren Artwork gibt es allerdings eine noch bessere Geschichte. Wenn man sich dieses Blatt anguckt, erkennt man mit nur etwas mehr Flaggenkenntnis als Menschen wie Peter Smits recht schnell, dass es sich hier um Kanada handelt. Daraufhin fragen sich viele sicher berechtigterweise, was das Ahornblatt der Kanadier auf der deutschen Flagge zu suchen hat. Nun, es hat keine taktischen Gründe, ist keine Zusammenarbeit und dient auch sonst keinem übergeordneten Zweck. Es ist ein reiner Flex. Ein Winkelschleifer erster Güte. Denn was ich euch bisher nicht erzählt habe, ist, dass eines der größten Memes auf dem gesamten Canvas in 2022 die kanadische Community war, die es bis zum Tod verzweifelt versucht hat, über die gesamten 4 Tage auch nur einmal ihr Ahornblatt in der Mitte der Flagge fertigzustellen, aber es bis zu diesem Zeitpunkt kein einziges Mal geschafft hat. Und humorvoll, wie die Deutschen so sind, dachte sich, ach, da demonstrieren wir mal, wie viel besser wir sind. Und zogen das Ding sogar mit komplizierter Färbung innerhalb von 10 Minuten hoch. Und schon hatte Deutschland ein kanadisches Ahornblatt, aber Kanada nicht. Wundervoll. In dem Zustand, in dem ihr die Leinwand nun gerade seht, war schon es in Deutschland frech, mitten in der war Nacht schon am sehr, sehr, sehr zu erkennen, frech. Vor allem daran, dass sich die Flagge langsam wieder mit kleinen Pixelarts füllte und das Tempo sie etwas verlangsamte. Doch den Ambitionen der Flaggenbekleckerer sollte diese Nacht ein Strich durch die Rechnung gemacht werden. Ein dicker weißer Strich. In dem Wissen, dass nicht alle Zeitzonen sich gleich gut in den letzten Stunden und Minuten um die verbleibenden Pixel prügeln können und in Anbetracht dessen, dass vieles bei dieser zweiten Version von r/place bereits anders lief als beim ersten Mal, beschlossen die Entwickler nämlich etwas Unerwartetes zu tun. Plötzlich konnten nur noch weiße Pixel gesetzt werden. Okay. Chaos. Das wäre genau mein Vibe. Du droppst so kurz vorher, du weißt ja nicht, wer wann schlafen geht, welche Zeit sind, was auch immer, und du machst einfach ganz kurz vorher nochmal Chaos, um zu gucken, was passiert, weil jetzt kann niemand mehr verteidigen. Jetzt nur noch Anarchie, Explosion, das wäre genau, was ich machen würde. Perfekt eigentlich. Wenn nächstes Mal r/place kommt, bitte, wenn ich dann noch streamen sollte, vielleicht sind alle 5 Jahre, vielleicht bin ich ja in 2 Jahren irrelevant, direkt ändern, da müssen wir angreifen. Und zwar direkt rein. Unten ist NNO, wo ist NNO? Wo ist NNO? Ich sehe nicht NNO. Weißt du, Argon hat NNO gebaut, aber wo seht ihr das? Wo ist NNO? Tun. Wo? Plötzlich konnten nur noch weiße Pixel gesetzt werden. Ich sehe es nicht. I don't see it. Wo seht ihr das? Wo seht ihr NNO? Unten in der Taskleiste. In welcher Taskleiste? Ich habe doch gerne Taskleiste gerade offen. Ach, da! Da ganz klein, da! Hier ganz unten. Ach, okay. Argorin mit der Community. Ist ja winzig. Aber, ja, not bad.
Ja, wir müssen auf jeden Fall nächstes Mal zusammenhalten. Ich wusste nicht. Wir müssen die ganze League of Legends Deutschland Community mobilisieren. Wenn Mango hat ja insane Erfolg gehabt mit seinem Tibbersbären und seinem A4X Mango und generell, muss es direkt verbinden. Direkt verbinden. Macher Agurin, Maschine, das er da abgeliefert hat. Erst sah es aus wie ein Fehler. Viele waren sich nicht sicher, doch nach und nach sprach es sich rum. Mehrere Stunden vor Ende ließen die Devs uns allen eine Wahl. Nur noch Weiß ist verfügbar. Die Farbe, mit der alles begann. Haltet ihr euch zurück und konserviert den Zustand, wie er jetzt ist? Oder siegt die Anarchie und alles wird nach und nach in weißen Pixeln bedeckt? Nun, am Ende des Tages sind wir im Internet und als ein Nutzer mit den weißen Pixeln das Wort Don't als ein Appell zum Aufhören in die Mitte schrieb, wurde dies innerhalb von Sekunden zu dem Wort Döner transformiert. Und ich denke, damit beantwortet sich die... Geil! Maschine, was hab ich gesehen? Wo Don't zu Döner? In die Mitte schrieb, wurde dies innerhalb von Sekunden zu dem Wort Döner transformiert. Und ich denke, damit beantwortet sich die Frage schon selbst. Es dauerte nicht lange und heiß umkämpfte Gebiete waren bereits nicht mehr wiederzuerkennen. Die französische Streamer-Flagge sowie das OSU-Logo, die stets geil angegriffen wurden, konnten sehr, sehr nur geil mit weißen Pixeln falsch nicht mehr verteidigen und verliefen so beinahe sofort mit dem Hintergrund. Weiße Pixelarme oder das Anti-Void, wie viele es direkt krönten, breitete sich von einer Ecke zur nächsten aus. Niemand blieb verschont. In einem mehrstündigen Prozess verschwand jedes Zeugnis von Farbe auf der Leinwand, so die hunderttausende cool Menschen tagelang platzierten, und in den frühen Morgenstunden sah R/Plays wieder so aus wie in den ersten Sekunden des 1. Aprils. Alles endet irgendwann. Und so schließt sich auch das Geschichtsbuch der deutschen Community, die sich im Jahre 2022 zusammenraffte, um Großes zu vollbringen und mit makellosem Zusammenhalt und Kooperation bewies, dass wohl doch noch etwas Hoffnung in die Menschheit besteht. Wenn man das interpretationstechnisch mal wieder komplett übertreiben möchte. Ja, aber das möchte ich an dieser Stelle einfach gerne. Ich danke allen, die dabei mitgemacht haben und euch in diesem Video für die Aufmerksamkeit. Banger Video. Und tschüss. Junge, einfach was möglich ist, wenn Leute zusammenhalten. Lasst gerne auch lieber Mango da, Chat. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne ein Like, haben wir schon gemacht. Guckt gerne auch mal bei ihm rein. Ab auf den Link. Liebe an Mango geht raus. Und holy fuck, da war eine Menge Zusammenhalt aktiv. Da war eine Menge Zusammenhalt. Und ich muss sagen, ist aus meiner Sicht das bestmögliche Ende, weil ich es A, lustig finde und B, halt mit den verschiedenen Zeitzonen und so, ist glaube ich schon cooler, wenn halt, weil am Ende das Chaos regiert. I like it a lot. Jetzt ist die Frage, Chat, gucken wir als nächstes das Jules R-Plays Video oder sagt ihr genug R-Plays und wir gehen rüber zu einem anderen Video? Weil wollte noch das R-Plays von ihm fertig gucken.